Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Tour 2. Ja, in der letzten Folge, ja, haben wir dieses Ritual durchgeführt, und der Kerl, der Professor, dessen Name mir jetzt schon wieder entfallen ist, ja, der hat uns jetzt, ja, dem ist mir alles eingefallen, was damals so passiert ist. Na gut, nicht alles. Er ist sich nicht mal sicher, ob es seine Erinnerungen gewesen sind, die wieder zurückgekommen sind. Auf jeden Fall konnte er sich daran erinnern, wer derjenige war, der dem Studenten, der dieses Experiment damals durchgeführt hatte, wer diesem nahestande. Und das war nämlich der gute Professor, ich sollte vielleicht einfach mal vorher mir nochmal die Quest durchlesen, vielleicht mal nicht auf alle falschen Tasten drücken. Caniff heißt der Professor und der soll sich hier in dieser Spielhalle befinden und den sollen wir jetzt aufsuchen und der könnte uns wirklich endlich mal Antworten geben. Club betreten und ein Türsteher. Georgie. Ja, ich würde gerne eintreten. Wie ich höre, kann man in der Stadt nirgendwo besser würfeln als hier. Mitgliedsausweis? Ich glaube, sowas habe ich nicht. Tja, ist nur für Mitglieder hier. Dann möchte ich Mitglied werden. Der Chef sucht die Mitglieder aus, nicht George. Tja, dann würde ich den Chef gerne sprechen. Hast du einen Termin? Einen Termin? Nicht direkt, aber da drin ist jemand, den ich gerne. Wenn er schon drin ist, dann ist er Mitglied. Aber du bist kein Mitglied. Also verpiss dich, sonst wird George ungemütlich. Ich brauche nur 5 Minuten. Ich brauche nur 5 Minuten. Vorschlag, ich gehe da jetzt rein und du kriegst einen Hunderter. Nein, es soll niemand rein. Aber ich kann zu Lexington gehen und ihm sagen, dass du Mitglied werden willst. Komme ich ungelegen? Ich wiederhole mich nur ungern, George. Aber der Kerl hier, er hat gesagt, dass. Mr. Lexington, nehme ich an? So ist es. Und nachdem wir das geklärt hätten, gibt es sonst noch was? Wir müssten einen Moment reden. Gut, dann folge mir in mein Büro. Okay. Beeindruckend, ich weiß. Ja, sehr beeindruckend hier. Du wirbelst einigen Staub auf. Ich weiß, ich hatte Ärger mit einem deiner Männer. Gewiss, gewiss, aber ich meinte etwas anderes. Eine gewisse Transaktion in Hatmandor, der Stein. Nun, wir wollen die Vergangenheit ruhen lassen. Das Jetzt und Heute ist doch viel interessanter. Ich vermute, du hast den weiten Weg nach New Ashers nicht deshalb auf dich genommen, um vor meiner Tür eine Rauferei anzuzetteln. Ich bin auf der Suche nach einem Magier namens Caneth. Nun, er befindet sich in der Lounge, gerade jetzt, da wir sprechen. Ich müsste ihn nur kurz sehen, dann bin ich auch schon wieder weg. Ich fürchte, die Lounge ist nur für Mitglieder und die Warteliste ist lang. Aber vielleicht fällt uns ja etwas ein, um die Aufnahmeprozedur zu beschleunigen. Oh nein. Zum Beispiel? Es gibt da eine Angelegenheit, die ich erledigt wissen möchte. Für diese spezielle Aufgabe kommt nur ein Außenstehender wie du in Frage. Denk drüber nach. Der Auftrag ist nicht ganz ungefährlich, aber falls dich das nicht abschreckt, werde ich dich gern in die Details einweihen. Andernfalls, du weißt, wo die Tür ist. Okay, ich bin gern bereit auszuhelfen. Ich bin gern bereit auszuhelfen. Das höre ich gern. Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, bietet New Ashers dem erfahrenen Geschäftsmann hervorragende Möglichkeiten. Aber wie soll ich sagen? Obwohl ich ein Fürsprecher des Wettbewerbs bin, muss ich feststellen, dass es immer wieder schwarze Schafe gibt. Meine Geduld bei ihren unangebrachten Geschäftsgebaren hat ihre Grenzen. Ich meine, einen harmlosen Groupier zu verstümmeln, um dir ein Beispiel zu nennen, das geht entschieden zu weit. Der Verantwortliche sollte eine Lektion erhalten.
Sollte diese Lektion eine dauerhafte Wirkung haben? Und mich damit moralisch ins Unrecht setzen? Nein, ich dachte eher an ein freundliches Gespräch. Du sollst ihn davon in Kenntnis setzen, dass seinen Methoden eine gewisse Raffinesse abgeht. Das ist alles. Einen meiner Männer kann ich nicht schicken. Er würde niemals zu unserem Freund durchgelassen. Und der Name des Freundes? Sam Mangano. Manche nennen ihn auch einfach nur Bully Mangano. Zurzeit sitzt er in einer seiner zweifelhaften Spelunken nicht weit von hier. Verschaff dir Zugang und unterhalte dich ein wenig mit ihm. Sei einfach kreativ. Betrachte die Angelegenheit als erledigt. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Ängstigtenwache. Meine Herren. Tja. Vom Charakter her erinnerst du mich an einen Baum, den ich mal kannte. Ja. Das kommt ungefähr hin. Ach Mann. Ach, George, nichts für ungut, wollte ich noch sagen. Ist doch Schnee von gestern. Sowieso. George hat eine Grundregel. Keine Gefühle bei der Arbeit. Nur bei Annette. Deine Freundin? Nein, sie ist meine Nichte. Hat nur noch mich. Ich hab versprochen, dass ihr keiner was tut. Aber der Kerl hat ihr wehgetan. Dafür wird er bezahlen. Jemand hat deiner Nichte etwas angetan? Du kannst mir ruhig erzählen, was passiert ist. Annette ist gerade mal 19. Sie arbeitet bei Black Rose. Ist mit so einem feinen Herrn ausgegangen. Sie arbeitet im Begleitservice? Nicht, was du denkst. Der Laden gehört Big L. Die Mädchen müssen nur nett sein, auf Partys gehen und so. Sie schnappen viel auf, Sachen, die wichtig sind für Big L. Aber sie müssen sich nicht blöd anmachen lassen. Aber dieser Graf Lester, das Schwein, der hat gedacht, er kann sich was rausnehmen. Annette wollte nicht, da hat er ihr die Nase gebrochen, die Zähne eingeschlagen. Sie hat sich umbringen wollen, aber ich habe ihr noch das Gift wegnehmen können. Habt ihr das angezeigt oder Lexington um Hilfe gefragt? Er ist ein hohes Tier. Das Gesetz macht da gar nichts. Und Big L hat zu viel um die Ohren. Nein, das ist meine Sache. Ich werde mich selbst darum kümmern. Was hast du vor? Ich leg den Kerl um. Ich weiß, wo er heute hingeht. Ein Picknick vor der Stadt. Er und seine Leute. Will seinen Spaß haben, die Sau. Aber ich werde ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist doch Selbstmord, George. Und es geht doch viel einfacher, ihn loszuwerden. Was sagst du, wenn ich dir helfe? Warum willst du mir helfen? Mein Sinn für Gerechtigkeit rebelliert. Hast du noch das Gift, das du Annette abgenommen hast? Du gibst es mir und sagst mir, wo er sein Picknick abhält. Du willst ihn vergiften? Das ist clever. Da komme ich mit. Nein, ich gehe allein. Du wartest hier auf mich. Okay, dann ja, sorgen wir mal wieder für Gerechtigkeit. Frage ist nur, wo wir zuerst für Gerechtigkeit sorgen. Vielleicht machen wir das jetzt einen guten Tropfen. Das ist das jetzt wahrscheinlich. Ja. Wo ist das? Na, ist ja gleich um die Ecke. Fast. Kann man machen. Den Diener vertreiben. Hä? Manchmal ist die Karte irgendwie sehr verwirrend. Was denn?
Okay, wie mache ich das? Muss ich anscheinend dieses Gift benutzen hier, so wie es aussieht. Ich wünsche wohl zu speisen, Eure Lordschaft. Ja, na komm. Mach sich so spannend. Wie der aus den Latschen gekippt ist. Eure Lordschaft! Der Kerl da! Der war's! Was? Ich hab Gesellschaft. Oh Mann. Das hätten wir auch anders klären können. Oh, der hat's voll aus den Latschen gehauen. Mir wirklich schnell was einhauen. So, das war's. Wow. So, das war's. Das war ja mal ein geiler Move. Der war cool. Muss man ihm lassen. Henkersklinge. Sieht cool aus, aber ist eigentlich nicht so geil. Aber vielleicht wäre ein Einhandschwert gar nicht mal so schlecht. Ich kann mal gucken, was ich so ein Einhandschwert habe. Ja, ist aber deutlich geiler als wie meine anderen Einhänder. Könnten die ja mal verbessern. Das ist nämlich im Endeffekt gar nicht mal so schlecht. Muss man ja sagen, dann könnten wir den auch noch verbessern, die Henker, die andere gute Henkersklinge. So haben wir haben jetzt 870, 905 Schaden, wenn wir jetzt die zwei ausrüsten würden. Hätten wir mehr Schaden. Können wir mal wieder mit zwei Waffen rumlaufen. Okay, dann gucken wir uns den Typen hier mal an, was er so dabei hat. Naja, ein bisschen Geld. Dann können wir den guten George ja Bescheid sagen.
Du hast nichts gesehen. Oh, was war das denn? Wolfsmilchgewächs. Moment mal. Moment mal. Was war denn da los? Hi. Und? Um Lester, mach dir keine Sorgen mehr. Gut. Das ist wirklich gut. Ich hoffe, Annette geht es schon wieder besser. Das hoffe ich auch. Ich weiß das zu schätzen, was du gemacht hast. Und hier? Das ist für dich. Gold? Aber... Nimm es einfach. Du hast es dir verdient und das weißt du auch. Und falls du mal Muskelkraft brauchen kannst, dann sag mir nur Bescheid. Danke, George. Pass gut auf deine Nichte auf. Ja, das mache ich. 18 und 10 Euro was bekommen, ist doch sehr schön. Jeden Tag eine gute Tat. Ja, und für Lester hat sich ausgelästert. Haha. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit Sammy. Ja, wir sollen diesen Sammy Mangano einen Besuch abstatten, so rum. Und ihn überzeugen, was war's? Ich weiß nicht. Überzeugen, Lexingtons Kreise nicht weiter zu stören. Ja, gut. Ich glaube, es wird nicht so einfach werden. Der wird dann wiederum irgendwas von uns wollen, beziehungsweise uns wahrscheinlich sogar versuchen umzubringen. Ach, der Typ schon wieder. Ach, der kotzt mich an. Magnus Unterschlupf. Hier kommen wir anscheinend von vorne nicht rein. Universitätsunterlagen. Cool. Wir sollen sie auf Magno warten. Yeah. So, das war's. Endlich mal wieder ein schönes Attentat. Das haben wir auch schon lange nicht mehr hinbekommen. Seit den ersten Folgen schon nicht mehr. Ich glaube, wir werden die nicht so ganz... Sammy Mangano? Ist nicht wahr. Ich grüße dich. Wer zum Teufel bist du jetzt? Und was war hier los? Ich bin ein Mann, der Probleme löst. Sam Mangano war ein Problem. Nun ist es gelöst. Du hast ihn umgebracht. Wer ist dein Auftraggeber? Wir arbeiten für denselben Mann. Aber er wollte nur, dass ich ihm ein bisschen Angst einjage. Ich kann dir versichern, dass unser Freund Mangano sehr viel Angst hatte. Zum praktischen Teil. Es gibt da eine versteckte Tür zum Keller. Wir werden ihn jetzt da runtertragen und in die Kanalisation werfen. Ein Mord war nicht Teil des Plans. Wir sind nicht mehr in der Planungsphase. Jetzt geht es darum, aufzuräumen. Ich wäre dir außerdem sehr verbunden, wenn du nicht so herumschreien würdest. Manganos Leute sind noch in der Nähe. Sag mir nicht, was ich zu tun oder zu lassen habe. Hey, Boss. Ist alles in Ordnung? Hey! Greift euch den Hurensohn! Was? Oh, Scheiße. Du sagst es. Oh, was sehe ich denn da? Kannst du voll draufhauen. Hat er schon tot. Ah. Du stellst dich gar nicht blöd an. Was ist so lustig? Komm schon, warum so gereizt? Ich hab gern ein wenig Spaß bei der Arbeit. Aber jetzt schlage ich vor, dass wir uns beeilen, bevor Manganos Schläger hier auftauchen. Sie blockieren den Hauptausgang. Deshalb nehmen wir die landschaftlich reizvollere Strecke durch den Keller. Ohne eine Erklärung rühre ich keinen Finger. Geduld, mein Freund. Alles wird zur rechten Zeit aufgeklärt werden. Aber jetzt folge mir erstmal.
Oh Mann, und wie das ausgeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ja, jetzt sind wir angekommen in diesem Anwesen von diesem Manganos und er wurde schon eliminiert. Allerdings war das nie Teil des Plans. Ja, taucht auf einmal so ein Typ auf, der hier schon alle platt gemacht hat. Ja, und wie sich das entwickelt mit diesem Kerl hier, das sehen wir dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge von Let's Play Two Worlds 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Ja, bis dahin. Ciao. The Orc Nation is bound to its fate, but our future is tied to another. This human, how can you be certain? Hope.